Nun, über Fortpflanzungsgewohnheiten von Dämonen ist nicht leicht zu spekulieren, denn zumindest nach landärischen Exemplaren, die wir untersuchen könnten. Wenn sie denn Dämonen sind. Nun, selbstverständlich, wir müssen allerdings davon ausgehen, dass in der siebten Sphäre verortete Wesen halt in prinzipiell dämonischen Ursprungs sind, da andere Arten von Materie jedoch nicht lange Bestand haben. Siehe qua die Seelenmühle. Ich bin mir nicht sicher, ob wir die Natur des Bahamut bzw. der Shamashtu wirklich begreifen können aus unserer Perspektive. Sie sind vielleicht nur uralte Wesen, die weit vor unserer Zeit existierten. Nun, ich frage einfach noch einmal, inwiefern hilft uns das dabei, sie umzubringen? Nun, wenn es keine Dämonen sind, sind sie zerstörbar in dieser Sphäre. Auch Dämonen sind in dieser Sphäre zerstörbar. Sie werden nur verbannt. Sie werden nicht hier zerstört. Aber mir, habt ihr denn in Bannung für Fortgeschrittene nicht aufgepasst? Doch, sie werden in die Niederlande zurückgeworfen. Und selbstverständlich, genauso gut könnt ihr allerdings die dämonische Essenz in dieser Sphäre binden und hier vernichten. Dann zerstiebt sie, wie ihr wissen solltet. Sie wird nur in die Niederlande zurückgeworfen. Sie kann erneut beschworen werden. Aber mir, ich schlage euch vor, dass ihr vielleicht den gelernten Dämonologen sprechen lasst und nicht mit solch Hanebüchenen zur Schaustellung in eurer Unkenntnis um die Ecke kommt. Habt ihr schon einmal einen Dämon vernichtet, sodass er niemals wiederkehren konnte? Ja, warum sollte ich das tun? Ich habe also keine Notwendigkeit. Nein. Also nein, also könnt ihr eure Theorie nicht beweisen. Selbstverständlich kann ich sie euch beweisen. Soll ich einen Dämon rufen? Er ist kurz davor, mit dem Finger zu schnippen und Zand rauszuholen. Und euch zeigen, wie der Destructivo Arcanitas auf solche Essenzen anwendbar ist. Bevor das hier eskaliert, schlage ich vor, Abel mir nimmt seine Papiere und benutzt sie als Ausgangspunkt für seine Recherche in Selem. Ich bin sicher, sie werden noch auf die eine oder andere Art nützlich sein. Papier vielleicht. Nun, wenn ihr sie so schätzen wisst, dann nehme ich die gern mit wieder. Tja. Ich sammle die Papiere wieder ein und check sie ein. Das ja. Habe ich nicht gesagt, Abelmir. Ihr habt es anklingen lassen. Ich habe euch gerade verteidigt, also versteht mich bitte nicht derartig falsch. Nun, wo stehen wir? Wie weit sind wir vor Selem? Ein Tag der Reise habt ihr noch. Eine Tagesreise noch. Und wenn wir da dann angekommen sind, gehen wir direkt in die Bibliothek. Ich habe irgendwas von Bibliothek und Tempel rausgehört. Ja, ich glaube, die Bibliothek ist ein guter erster Anlaufpunkt, wobei die Bibliothek von Selem wohl nicht mit einem Besuch in einer Bibliothek in Kunchom zu vergleichen ist. Also vielleicht wird das etwas abenteuerlicher, als man es sich vorstellt. Guter Witz. Abenteuerlicher Bibliotheksbesuch. Naja, da sind bestimmt irgendwelche Dämonen oder ähnliches Gefriechtzeug, richtig? Ich hoffe nicht, dass dort Dämonen umherschreiten. Oder, ja, wenn an der Geschichte von Abel mir was dran ist, könnten wir auch nochmal einen Blick in Port Zornbrecht werfen. Vielleicht ließe sich das, Port Zornbrecht meinte ich. Da meinten die Berge im Abelmirs Kopf. Doch, dass man da aufbauen könnte. Nur das heißt nicht unbedingt, dass in dieser Ebene das Gleiche geschehen muss. Dort sitzt meines Wissens nach der Prokurator des Alfanischen Imperiums, nicht wahr? Naja, wir können auf jeden Fall da vorbeischauen. Wie nahe ist das denn an Selem dran? Wir kommen gewissermaßen daran vorbei. Na, dann sollten wir doch unsere Aufwartung machen. Das kann sicherlich nicht schaden. Vielleicht können wir weitere Truppen und Schiffe bekommen. Naja, er ist ein ziemlich harter Bastard, aber könnt ihr mir schon vorstellen. Gut, dann legen wir dort an.
So könnt ihr noch einen halben Tag der Reise fortsetzen, bis ihr dann gegen Abend am Port Zornbrecht einlauft. Halt, stopp, ich habe einen Dämon. Du hast einen weiteren Dämon, den du rufen möchtest? Wir sind immer noch am ersten, den hatten wir Rüse unterbrochen. So, wir kommen nach Zusammenrechnung aller Modifikatoren auf eine Beschwörungsschwierigkeit von -6. Das ist gleich die 4 Punkte, die uns fehlen, aus. Wir kommen also auf 24 ZFP-Stern. Da kommen natürlich 6 Punkte obendrauf, weil wir den Oxygenator verwenden, würde ich nicht erstmal kurz auf Stabilität würfeln muss. Geh nicht kaputt. Nice. Und dann kommen noch 7 Punkte obendrauf, weil wir ein Invocatio Integra gemacht haben. Das lässt uns dann bei flockigen 37 ZFP-Sternen. Davon ziehen wir 15 ab, um hinterher Dienstkosten auf die Hälfte zu erleichtern, so wie immer. Lässt uns 22 über. Was wenn wir diesen 22 machen? Was soll ich mir 22 machen? Schreibe ich ins Forum, weil ich jetzt gerade quasi schneller nicht rausklammern. Das ist auch nicht so wichtig, weil ich kann die hinterher formen. So, ihr bekommt erstmal den Dienst Manifestation aufgetragen. und führt diesen aus. Als zweites bekommt er dann, also binden muss ich ihn dann nicht mehr, weil er ist ja manifest. Und dann eine Dienstbewegung und sonst macht, wird er in ein Gefäß gestopft, gesperrt, gebeten, befohlen, wie auch immer. Und bleibt dort dann erstmal drin. Ich mache jetzt schon mal eine Dienstgefolgschaft, dann hinterher vergesse ich sowieso und presse ihm nur einen Dienst ab erstmal. Auch dies gelingt ohne weitere Probleme. Na, dann über den Charakter reden wir dann, wenn er eines Tages mal aus seiner Flasche kommt und nicht wieder vorher von einer Harfe vernichtet wird. Denn das wird sowieso passieren. Also, was hat uns gekostet? Sekunde, 33 ASP. 32. Zauber hier, Dings. Wie heißt das Ding? Kraftfokus. Ich würde mich dann auch mit diesen Schriften an unsere Sinnegeweihte wenden. Ob sie Kommentare, Meinungen, Ideen hat? Also die Schriften sind natürlich hochketzerisch, aber das spiegelt so ein bisschen alle Schriften, die du so mitgebracht hast, den Glauben der hiesigen Bevölkerung der Echsen-Sümpfe wieder, beziehungsweise diejenigen, die über die Echsen reden oder über die Echsengötter reden. Das ist also ein wilder Mix aus dem Land von Rashtula. Und ja, in ihren Augen ist das nichts, was die Kirche dulden würde. Sie nimmt das jetzt gerade so zur Kenntnis, dass du das mitgebracht hast, weil es eben nicht deine eigene Meinung widerspiegelt. Das ist aber nichts, was sie als grundlegend falsch abstempelt. Sie kennt es nur nicht. Okay. Zulamin wird dir irgendwann vorschlagen, unterhaltet euch doch einmal mit Faramut. Ich glaube, das ist genau sein Thema. Was könnte helfen, wenn ihr mich die Schädel einschlägt? Na gut, bei Gelegenheit. So könnt ihr am Abend nach 6 Tagen an einer kleinen Siedlung anlegen, die von zahlreichen Seidenbannern bespannt wird, auf denen das Banner von Alanfa und auch der Zornbrechter prangt. Ihr könnt anlegen, seht auch noch eine ganze andere Menge von Schiffen, vor allem Händlerschiffe, die ihr erkennen könnt. Und ja, wieder die alanfanischen Freibeuter und auch Soldaten. Nicht unbedingt die Dukatengarde, die ja vor allem vornehmlich auf dem Silberberg aktiv ist. Aber das alanfanische Rabensymbol prangt hier im Prinzip auf jedem Soldaten, der hier seinen Dienst tut. Und zusätzlich eben dann auch der goldene Löwe, der Zornbrechter. Ihr könnt anlegen, seht dann eben auch neben einem Effort-Tempel direkt dann auch noch Schreine von Boren und Kor, die hier am Hafen zu finden sind, und auch eine Herberge, Valkyrs Paradies, und eine weitere Taverne zum Wickelkopf, und daneben ein weiteres Bordell, wohl für die zahlreichen Seefahrer, die Schwarze Perle. So, dass ihr euch ein bisschen umgucken könnt, werdet dann... Geistreich benannt. Werdet dann selbstverständlich auch wieder von einem der Inspekteure kontrolliert, der dann den Zoll für euer Schiff, auch wenn es nur vorzeitig oder kurzzeitig ist, abgepresst, und könnt euch dann in der Stadt umsehen. Ist wie gesagt sehr klein, diese Siedlung. Auf kurze Nachfragen werdet ihr erfahren, dass hier nur 200 Einwohner sind, aber sie ist befestigt und es gibt die ein oder anderen Türmchen, die man sicherlich noch ausbauen könnte.
Das ist kleiner, als ich erwartet habe. Ja, groß ist das hier nicht, aber schön ist das hier. Villa Alanfana. Ja, wie ich sagte, schön hier, ne? Was meinst du? Wen sollten wir... Die alanfanische Kolonien im Allgemeinen gemein haben. Nochmal bitte. Nicht so wichtig. Ich meinte nicht euch. Was meinst du, wem sollten wir hier vielleicht einen Besuch abstatten? Kennst du hier jemanden? Nicht persönlich, vermutlich vom Sehen, bin ich ganz ehrlich, aber persönlich vermutlich nicht. Ich vermute in der Befestigungsanlage die Zornbrechts. Wir haben einen gewissen militärischen Einschlag, wenn ich das so sagen darf. Ja, ich erinnere mich. Naja, und sie sind Granden, also das sollten wir uns mit denen jetzt nicht verscherzen. Aber ich denke, das bekommen wir hin. Also, sagen wir höflich Hallo und fragen, ob sie sich gerne an der Seeschlacht beteiligen möchten? Naja, schaden kann's ja nicht. Ich meine, Seelem ist sie doch direkt um die Ecke, sozusagen, oder nicht? Ja. Sie sind auf jeden Fall betroffen. Apropos, Frosty, da wir jetzt Zeit geskippt haben, wie verhalten wir uns zur Plagenbringer? Also gehen wir davon aus, dass wir die zwischenzeitlich überholt haben? Waren wir dann näher an der Küste als die? Oder haben wir irgendwas gemerkt? Die Plagenbringer hat auch einen Umweg über den Friedhof der Seeschlangen gemacht, dachte ich. Genau. Okay, gut. Und die ist ja schnottenlangsam. Und ansonsten hätten wir es garantiert gemerkt, denn der Lederschwingenschwarm hat ja eine Reichweite wie sonst nichts. Genau. Mhm. Die sind also höchstwahrscheinlich beim Friedhof der Seeschlangen, zumindest seid ihr ihnen nicht begegnet, und auch keinen weiteren anderen Piratenschiffen. Ihr hattet zwar jetzt diese Highreiter unterwegs getroffen, aber auch die anderen Schiffe, mit denen ihr im Verbund gefahren seid, die vorgefahren oder nachgefahren sind, da ist ja mittlerweile schon eine ganze Menge, die ihr dann aus Janka mitgenommen habt, die können über nichts weiteres berichten. Und laut euren Informationen sollen deren Flotten spätestens, vielleicht früher, aber spätestens in den namenlosen Tagen hier auftauchen. Die Tatsache, dass ihr sonst nichts unterwegs ist, sollte uns beunruhigen. Das heißt, dass alles, was irgendwie auf Palegan hört, jetzt bei ihm ist. Naja, wir sollten auch die Bewohner hier vorwarnen, weil wenn die hier vorbeifahren, allein die Leder schwingen könnten, die ja beim Vorbeifahren zerreißen. Würden die uns dann Glauben schenken? Nun, das will ich hoffen. Wir haben immerhin einen gewissen Ruf. Nun ja, manche wollen nichts hören von ihrem eigenen Untergang und flüchten sich in, nun ja, den Rausch. Sollte das der Fall sein, dann haben wir es wenigstens versucht. Und wir stellen uns ja auch nicht auf eine Obstkiste und erzählen es der Bevölkerung, sondern wir werden einmal sehen, ob wir zu den Leuten vorgelassen werden, die hier das Sagen haben. Naja, das sollte ich eigentlich hinbekommen. Gut, möchte sonst noch jemand mitkommen? Ich würde euch gern begleiten. So, ihr seid stets willkommen. Ich habe keinen Grund, auf dem Schiff zu bleiben, also falls ihr... Ich würde mich gerne mal hier ein bisschen umschauen, so weit im Süden war ich noch nicht. Natürlich, warum nicht? Ja, hurra, sie und abgehalfterte Söldner, damit macht man Eindruck. Auch deine Dukatengardisten noch zusätzlich mitnehmen, wenn du das möchtest. Das war jetzt ein Scherz, warum hat denn jetzt keiner gelacht? Weil ihr nicht der Zergenkönig seid, hat Boltax mir gesagt. Ich habe noch bessere Kleidung, die hat Traviger für mich fertigen lassen, aber... Meine Ketten einfach polieren. Nein, ihr könnt natürlich mitkommen, ich wollte witzig sein. Ich Was dir nicht unangenehm, wenn du dich für mich schämst? Ich meine, ich kann mich umziehen. Also ja, tue ich, aber das hat jetzt nichts damit zu tun. Naja, komm einfach mit. OT-Kommentar, es hat damit zu tun, dass du nicht KK18 hast, deswegen schämst du dich auf ihn für dich. Ich hab KK17. Ja, das ist nicht genug! Oh mein Junge, keine Sorge, wir haben Stärketrank für dich. Der bringt dich dann vielleicht auch auf das Niveau eines mittelguten Schwächlings. Das kriegen wir hin.
Sepetio, wollt ihr auch mitkommen? Oder einfach ein Gogolum, ich hab gehört, das hilft. Bitte was? Ein Gogolum anzaubern, das hilft. Nun, ich... Hey, Runga. Wir müssen kurz miteinander reden. Nun, ich sehe keinen Grund, euch alleine gehen zu lassen, auch wenn ich nicht denke, dass meine Anwesenheit vonnöten sein wird. Nichtsdestotrotz, wir waren 7 Tage auf See, und wenn ich Landgang wird mir gut tun. Außerdem werde ich wohl mal mit den örtlichen Kundigen sprechen, ob es ein oder zwei Dinge ich weiß, dass es hier im Tal Wachsen gibt. Naja, da kommen wir ja alle mit, das ist ja nochmal gut gelaufen. Soll ich mich echt nicht noch umziehen? Ich bin mir ziemlich sicher, dass heute unsere Erscheinung an den Gesamteindruck auch nicht mehr sehr viel verändern wird. Danke. Das habt ihr jetzt besser formuliert, als ich gesagt hätte. Ich hätte gesagt, wenn das Schiff eh schon runtergegangen ist, brauchst du auch nicht mehr rudern. Oh, das hat er also gemeint. Ich hab's nicht verstanden, ich dachte, das wäre ein Kompliment. Ich meinte eigentlich viel eher, dass egal wie ihr aussieht, ihr die Wahrnehmung unserer Person nicht sonderlich verändern dürftet. Ja, jetzt macht er wieder die schwierigen Worte. Also, es ist egal, wie ihr aussieht. Wir sind sowieso als das erkennbar, was wir sind. Also, Runga, wenn ihr euch in eurer derzeitigen Kleidung unwohl fühlt, dann zieht euch um. Wenn ihr einfach mitkommen wollt, dann ist das auch kein Problem. Oh, ich fühle mich eigentlich ziemlich wohl. Und dieser Seeluft, da stinkt man nicht so schnell. Gut, dann lasst uns aufbrechen. So könnt ihr zur Burg Zornbrecht aufbrechen, die im Westen liegt, direkt am Meer gelegen, und werdet dort nach wenigen Diskussionen mit den hier stationierten Zornbrechtern auch vorgelassen, und zwar zu der aktuellen Kommandanta Rachela Isaura Zornbrecht, die euch dann empfängt. Ihr Burgpalast, ja, Palast ist es nicht wirklich, aber auch hier findet ihr einen großen schwarzen Schreibtisch, an dem sie sitzt und sich dann vor eine ganze Menge Büchern dann erhebt. Unangekündigt wart ihr wohl, und sie hat nicht mit solchen Helden gerechnet. Sie ist noch relativ jung, würdet ihr meinen, hat dunkelblonde Haare und eine eiserne Prothese anstelle ihrer linken Hand. Sie Einspruch, die hat bei mir gestohlen. Kommt auf euch zu und verbeugt sich leicht vor Rafim und gibt den anderen dann die Hand. Buenas tardes, Signorina, damas y caballeros. Willkommen in Port Zornbrecht. Ich bin hier die Kommandanta. Ich habe hier meine verstorbene große Admiralissima Franja, die ich vertreten darf. Und nun, dies ist mein Reich. Was führt also euch Helden nach Port Zornbrecht? Raja zum Gruße, Kommandanta. Naja, nicht so gute Nachrichten, wenn ich ehrlich sein soll. Sprecht offen. So wie es in Alanfa Brauch ist. Ihr werdet vermutlich relativ bald Besuch bekommen von unseren Feinden im Norden. Ich nehme nicht an, dass sie euch angreifen werden, aber zumindest an euch vorbeifahren werden. Meint ihr die Horasia? Schlimmer. Und auch allein, dass sie an euch vorbeifahren, könnte schon übel genug sein. Wir sprechen von der schwimmenden Heptarchie. Paligan! Nun, Das ganze Haus ist vollkommen. Überrascht ist nicht, dass der kleine Spross uns eine Überraschung vorbeibringt. Aber wir sind Zornbrechter. Wir werden auch Paligan zurückschlagen. Ja, da mache ich mir auch wenig Sorgen. Ich wollte euch nur vorwarnen. Ich nehme an, bis zu den namenlosen Tagen werdet ihr hier Besuch bekommen. Noch einige Zeit also, um uns vorzubereiten, sagt ihr? Ja, wir gehen davon aus, dass die gegnerische Flotte sich derzeit am Friedhof der Seeschlangen aufhält, aber spätestens in den namenlosen Tagen hier eintreffen wird. Ich weiß nicht, wo dieser Seeschlangenfriedhof ist. Maraskan, das ist einige Zeit entfernt, aber es ist auch nur einige Zeit, wie ihr so schon sagtet. Es kommt auf jeden Fall, und wie unser Magier irgendwie herausgefunden hat,
besteht auch die Möglichkeit, dass die Schlacht hier vor Port Zahnbrecht stattfindet. Ist dem so? Dem ist so. Ich werde meinen Onkel verständigen. Er hat von euch gesprochen. Von mir? Von euch allen. Er ist nicht sonderlich gut auf... Das hoffe ich doch mal. Er ist nicht sonderlich gut auf euch zu sprechen. Aber ich bin nicht mein Onkel. Und ich werde mir selbst einen Blick von euch machen. Also gut. Ihr seid aber nur auf der Durchreise oder wohin mögt ihr? Nach Alanfa? Wollt ihr vielleicht etwas Seide erwerben? Unglücklicherweise sind wir auf einem Erkundungstrip unterwegs und können derzeit keine wirtschaftlichen Interessen verfolgen. Ja, ein Brabaki hat nie wirtschaftliche Interessen, deswegen sieht Brabaki auch so aus, wie es aussieht. Nun, verzeiht mir das. Sagen wir den Meter daher hängen. Nun, wir werden. Sagt er in seinen Seidenkaftan. Nun, wir werden wohl zunächst einen Stopp in Seelen machen. Das ist ja eure unmittelbare Nachbarschaft. Könnt ihr uns vielleicht etwas über die Stadt sagen? Exen. Sie spuckt vor euch aus, auf ihren Teppich. Sie sind widerlich, gar widerwärtig. Selem ist verflucht. Ihr solltet es niederbrennen. Dann ließe sich auf den Ruinen viel besser kämpfen. Ja, man hört wenig Gutes über die Stadt. Wir rechnen derzeit allerdings damit, dass die Schlacht wohl auf der See ausgetragen wird. Schließlich hat die schwimmende Heptarchie begrenzte Möglichkeiten, auf dem Trockenen zu agieren. Wir werden auf alle Fälle mit unserem Onkel sprechen und auch mit den anderen, meinetwegen dem Großadmiralissimus, der meine großartige Tante Franja beerbt hat, Erbe angetreten hat. Immerhin haben wir mittlerweile wieder einen großartigen Großadmiralissimus, Kugres. Wir werden mit ihm sprechen, aber ihr sollt sicherlich unseren Hafen bekommen. Vielleicht solltet ihr die Zivilisten, die nicht unbedingt notwendig sind für diese Stadt, evakuieren, nach Alanfa schaffen, fürs Erste. Wir haben so viele Sklaven hier, die werden allesamt gebraucht. Ich kann nicht einfach aus einer Laune heraus die Seidenplantagen abwirtschaften. Wenn ich euch doch vielleicht einen, sagen wir, brauchbareren Vorschlag machen dürfte. Na? Höchstwahrscheinlich werdet ihr nicht direkt angegriffen, sondern nur am Vorbeiziehen der Schwimmen habt euch Leid tragen. Ja, ihre größte Bedrohung werden geflügelte Kreaturen in großer Zahl sein. Sie sind weder befähigt, noch daran interessiert, großen Schaden anzurichten oder zu plündern. Solltet ihr euch also in befestigten Innenräumen aufhalten und nicht es auf den Kampf auf den Mauern ankommen lassen, dürften sowohl Mensch als auch Material ohne größere Schäden davonkommen. Er wird sicherlich eine große Anzahl an Piraten dabei haben. Die werden unseren Hafen stürmen. Da können wir uns verstecken, wie wir wollen, wenn sie uns anzünden oder... Nun. Wir werden den Kampf zu ihnen bringen. Alanfa und das Haus Zornbrecht wird nicht untergehen. Gut, dann sollten wir uns abstimmen und den Angriff gemeinsam führen. Glaubt ihr wirklich, dass ihr in dem sumpfigen und nebligen Delta von Selem einen Krieg führen könnt? Wir suchen dort nicht den Krieg, wir suchen nach Antworten.